Meine lieben Freunde, Tag 9. Heute ist Sonntag. Wir haben jetzt noch 6 Tage und wir suchen gerade einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, wo noch eine Inschrift drin ist. Oder wir vermuten da jedenfalls eine Inschrift. Und wir sehen dann auch schon, wir haben den erst ein wenig anders vermutet, nämlich hier in diesem Dickicht. Aber da war die nicht. Ferenc hat sich jetzt die Beine aufgeschnitten und bei mir juckt auch alles. Also drückt uns mal die Daumen, dass wir da reinkommen. Bis gleich. So, da ist er. Hoffentlich haben wir Glück. Nichts Besonderes. Das ist eine Flakstellung. Und hier ist schon der Eingang. Also klassischer Munitionsbunker. Leider nein, leider gar nicht. Ach, der ist leer. Das ist ja sehr schade. Aber sah denn das Bild genauso aus? Ja, manchmal hat man auch Pech, Leute. Ja. Ist gleich? Guck mal. Die Holzmaserung. Ja, ist gleich. Also ist auf jeden Fall. So ein Bunker, schaut mal, hier wurde auf jeden Fall auch gekämpft. Ich glaube, Kanadier müssten hier gekämpft haben in der Ecke. Schade. Und schau mal hier, oben. Das ist eher selten, dass man noch die Holzvertäfelung sieht, ne? Ja. Schrotmunition. Ja, ganz viel, ne? Rundherum schießen. Und hier wurde anscheinend sogar die Tür rausgesprengt. Ja, die wurde rausgesprengt. Schaut euch das mal an. Schade. Und direkt Bullshit rein. Ja, ich meine, Brennen ist schon scheiße, aber. Hier geht's halt gar nicht rein, Leute. Aber es sind auf jeden Fall 2 Unterstände hier. Aber man kann halt auch gar nicht reingucken, ne? Wir haben jetzt ungefähr 25 Grad. Ferenc hat 2 Hosen an. Und eine Jacke. Das ist einfach arschheiß. Ja, und das ist alles voller Brennnesseln und alles voller Dörner. Mal schauen. Ja? Was denn? Könnte was sein. Lieber nicht. Ich habe mir jetzt mal die Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich keine Lust habe, mir jetzt gleich das Augenlicht irgendwie auszustechen. Er hat gerade gesagt, er hat irgendwas gefunden. Ich wüsste was, ich bin ja ein Kollege, ich gehe hinterher. Gemacht. Dann vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es ist schon. Bitte? Er hat ihn. Geil. Aua. Hey Leute, nur mal. Dass ihr mal versteht, was wir hier gerade machen. Geh doch mal rein, ja, ich bin am Schwitzen wie Sau. Alles klar, mach. Ich versuche hier mich durchzukämpfen. So, mal gucken, ob wir auch den Spruch gefunden haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, hier war definitiv schon Jahre keiner mehr. Gerade in der völlig falschen Richtung gesucht. Oh. Nein! Leute, das kann doch nicht sein! Den sieht man nicht! Schaut mal. Ja.
Der ist einfach hier in diesem Waldstück drin. So, und dann gehen wir mal rein. Brille kann ich jetzt absetzen, lege ich mal hier hin. In der Hoffnung, dass ich sie gleich nicht vergesse. Oh, geil. Oh, Leute, schaut euch das an. Oh, ist da schön hier drin. Da ist er! Ist der klein! Wusstest du, dass er so klein ist? Nee. Wie gesagt, ich habe auch nur ein Video davon gesehen. Treue ist das Mark der Ehre. Schaut mal. Krass. Ey, den haben wir nicht gesehen bisher, ne? Nee. Zeig mal, voller Körpereinsatz. Wie gesagt, wir haben draußen 26 Grad garantiert. Und er in Vollmontur. Mit zwei Hosen. Mit zwei Hosen. Aber gut, dass sie die zwei Hosen anders. Bei mir juckt alles. Ja, bei mir auch. Schienbein von vorhin noch. Notausgang. Krass. Leute, das ist wirklich, wirklich krass. Also für ein Bild, diese Strapazen, ne? Ich hoffe, das ist euch ein Like und ein Abo wert. Also jetzt weiß man wenigstens genau, wo der ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gerold, danke für deine Recherche. Wahrscheinlich hast du uns den PIN damals gegeben. Danke schön an dieser Stelle. Wir geben dir gleich die genauen Koordinaten. Ihr schätzt das, dass wir uns so viel Mühe geben, um euch solche einzigartigen Dinge zu zeigen. Hat sicherlich noch kein YouTuber gezeigt. Ja, und jetzt versuchen wir hier heilen Fußes rauszugehen und dann geht's weiter nach Audingen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also bis später. Ich hätte sie natürlich vergessen. Ferenc hat dran gedacht. Danke, Ferenc. Und da schaut mal Mädels. Da zieht er sich um. Und da muss keiner neidisch sein. Ist genug dran für alle. Wie groß bist du? 2 Meter. 2 Meter. Also da hat jeder was von. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, an den Ort, wo wir bestimmt schon, er war schon zweimal da, ich glaube, ich war schon 7 oder 8 Mal hier, nämlich, ihr habt es gerade schon beim Vorbeifahren gesehen, die Batterie Todt. Das ist eine Küstenbatterie Lindemann vom Namen her und das ist schon seit Jahren ein Museum und wir gehen jetzt rein, schauen uns das Museum an. Und werden euch im Außenbereich auch noch ein paar Relikte zeigen. Einige werden dieses Museum vielleicht schon kennen, andere wiederum noch nicht. Und ich würde sagen, Ticket kaufen und los geht's. Da aufregend. Und ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Einschuss hinten ist. Was hier direkt am Wegesrand steht. Im Hintergrund seht ihr schon ein großes Eisenbahngeschütz. Das gucken wir uns aber nicht zuerst an. Wir gucken uns die 88 an, die hier vorne steht. Sogar noch mit der Höhenrichteinheit. Das sind die Tetraeder. Die haben wir gestern aus Beton gesehen. Hoppala. Hier, das sind die Tetraeder. Das waren Hindernisse, die von Deutschen auf den Stränden aufgebaut wurden, um eine mögliche Landung der Alliierten zu verhindern. Sie sind Teil eines komplexen Schutzausrüstungs wie Stacheldraht. Rommelspargel, belgische Tore, die meisten dieser Hindernisse wurden am Fuße mit Minen versehen. Mal wisst, was so eine 88 für Spezifikation hat. Die hiesige hier wurde zum Schutz von Häfen eingesetzt. Herstellerfirma ist Krupp, Kaliber 8,8. Maximale Schussweite 15 Kilometer, Feuergeschwindigkeit zwischen 12 und 15 Schuss, Gewicht 4,5 Tonnen und ursprüngliche Geschossgeschwindigkeit 800 bis 1000 Meter die Sekunde. Und jetzt zeige ich euch mal das Eisenbahngeschütz. Schaut euch das mal an. Leopold ist der Name vom Eisenbahngeschütz. Das hier waren die Granaten, die verschossen werden konnten. Und da sind sie. Es gibt verschiedene Sprenggranaten. Brandgranaten.
und so weiter. Und schaut mal, ein riesen Trümmer. Ich muss mich korrigieren. Hier wurden kleinere Geschosse verschossen. Die Geschosse, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die wurden hier von der Batterie selbst verschossen. Und hier steht das riesige Eisenbahngeschütz. 210 Tonnen. So, und wir gehen natürlich auch rauf, oder? Habt ihr Bock? Gehen wir mal zusammen raus. Noch vor der Saison. Ihr seht, Museum ist komplett leer. Ich war hier schon, da ist richtig was los. Wir haben ja bald D-Day. Bedeutet, die Leute, die werden wahrscheinlich erst zum D-Day kommen. Schaut mal hier, hat da einen Treffer abgekriegt. Da oben auch. Sehe ich zum ersten Mal, dass die Hütte hier Treffer abbekommen hat. Es waren hoch. Da. Die Granate, da wird sie eingeführt. Und schaut mal die Rohrlänge. Das ist ja wohl krass, oder? Das ist ja wohl ultra krass. Hier ist noch ein Geschoss. Und die wurde dann hier mit diesem Kran von unten nach oben buxiert. Und das ist der Blick einmal hier über die Anlage. Und da gehen wir gleich ins Museum, aber vorher gucken wir uns noch die ganzen Fahrzeuge an. So, und von diesen Turbo-Stellungen gibt es überall extrem viele. Viele sind auch noch in einem sehr guten Zustand. Hier ist die Öffnung relativ groß. Warum war die hier groß und bei anderen kleinen? Weil die hier zur Flugabwehr gedient hat. Hier hat man eine MG-34 oder was auch immer reingestellt. Und dadurch, dass man nach oben geschossen hat, brauchte man natürlich ein größeres Loch. Und schaut mal hier, da habt ihr mal noch mal einen wunderschönen Blick auf Leopold. Unglaublich krass. Unglaublich krass. 210 Tonnen. Ein riesiges Rohr. Und da war die Kanone damals drin von Lindemann. Gibt insgesamt 4 Kasematten. Das müsste Kasematte 1 sein. Und Kasematte 4 ist auch ganz besonders. Und schaut mal, wie schön es hier ist. Weitere Strandhindernisse, da sind sogar noch die Spuren des Wassers dran. Hier so Austern, so Muscheln, Muschelkalk, Minen. Und hier vorne waren tatsächlich dann Minen aufgebracht. Wenn das Schiff, das Landungsschiff dagegen gefahren ist, dann ist die Mine explodiert. Tschechische Igel nennt man die Dinger hier. Da, tschechische Igel. Und hier Sonderkraftfahrzeug 251, Half-Track auch genannt, weil hinten Ketten, vorne ein Reifen. War sehr geländegängig, konnte ordentlich was ziehen. Und das hier, könnte man sagen, ist einfach nur ein Stahlträger, ist es aber nicht. Dort war eine Mine befestigt und wenn da keine Mine dran befestigt war, das gab es auch, dann hat es den Rumpf des Schiffes aufgeschlitzt. Aber in dem Falle war unten eine Mine ein Treibsatz drin, explodierte und damit ist das Schiff dann untergegangen. Je nachdem, wie es halt sich bewegt hat, ist es dann explodiert. Weiterer Tschechen-Igel hier. Noch ein Tetraeder aus Beton. Auch die hatten manchmal Minen am Fuße. Und hier gab es verschiedene Bomben. Von der Stuka. Sturzkampfflugzeug, da mit den Jericho-Sirenen vorne dran, kennt ihr bestimmt, Präzisionswaffen. Der Amerikaner oder der Alliierte hat ja generell Flächenbombardements durchgeführt, hat der Deutsche auch mit seinen Junkers-Bombern, klar, davon, aber grundsätzlich hat man militärische Ziele versucht mit direkten Feuern, also mit gezielten Kampfangriffen auszuschalten. Erst später gab es dann auch die Bombardierung der Städte. Wobei Polen war ja relativ am Anfang, da hat man auch schon großes Bombardement eingesetzt. Also schrecklich, auf jeden Fall schrecklich, was man alles so macht. Und der Krieg hört ja nicht auf, wenn man Soldaten töten möchte, sondern es geht leider auch immer auf die Zivilbevölkerung. Wir sehen es ja auch in den aktuellen
kriegen. Da geht ja auch sehr stark der Kampf gegen die Zivilbevölkerung. Katastrophe. Absolute Katastrophe. So, schaut euch mal an. Batterie Todd. Übrigens auch ein Soldat, ist ja ein Mensch, ne? Darf man nicht vergessen. Manche wollen kämpfen, viele wollen vielleicht nicht kämpfen. Schaut mal. Die ist einfach so groß wie ich. Die ist einfach so groß. Die ist größer. Die ist einfach größer. So, Ferenc ist schon drin. Ich würde sagen, dann gehen wir auch mal rein, ne? Und hier ist schön kühl drin. Bunkertür, zweiteilig. Falls unten Schutt vorliegt, kann man immer noch oben raus. Das ist so der Hintergedanke, warum man die zweiteilig gemacht hat. Schaut mal hier, Originalinschrift gegen Engeland. Und hier in Ewigkeit mit Emsigkeit zum Kampfe für Gerechtigkeit wuchs du empor dem Feind zum Trutz, deutsche Wehr für deutsche Nutz. Ja. Oh, Kind. Übrigens, Batterie Todd ist vom der Namensgeber Fritz Todd. Das war ja der Leiter der Organisation Todd. Und schaut mal hier, so groß ist die Kanone damals gewesen. In Norwegen gibt es noch Kanonen und so waren die damals aufgebaut. Das war die Kanone in einem verbunkerten Kasematte. Und die Kanone selbst war auch nochmal mit Stahl ummantelt. Das sieht man hier. Die liegt hier auf einer Lafette auf. Und hinten gibt es nochmal eine Stabilisierung über Schienen. Und dann konnte man die in diesem Schwenkbereich drehen. Hier war Munition, Kartuschen und Munition. Die wurden dann hier über diese Ausgänge, die man zuschließen konnte, übergeben und dann wurde die hier beladen und dann wurde auch geschossen. Und dadurch, dass die Dinger ja so schwer und so groß waren, brauchte man die richtige große Wagen. So, mal gucken, was wir euch hier noch zeigen können. Ein paar Bilder vom Bau. Übrigens, in Frankreich wurden häufig keine Kriegsgefangenen eingesetzt, sondern man hat die das Personal von hiesigen Firmen engagiert, um den Atlantikwall zu bauen. Das ist noch ganz wichtig zu sagen. So, hier war die Küche. Und hier gibt es verschiedene Relikte aus der damaligen Zeit. Ortskommandantur. Von einem Flugzeug, das mit Feuer. So, und hier war die Kanone drin, genau hier auf dieser Lafette, auf diesem riesigen Betonkübelblock stand damals die Kanone und war dann im Schwenkbereich hier, wo wir gerade sind, drehbar und natürlich auch in der Höhe richtbar. Und was haben wir hier? Das ist eine deutsche Luftmine. Wurde in niedriger Höhe abgeworfen und ist dann detoniert. Eine Luftmine. So, oben ist auf jeden Fall... das dürfen wir nicht vergessen, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Für alle, die das Video schon mal gesehen haben, die kennen das sicherlich, aber eben nicht alle. Das ist eine originale Replik. Die gibt es hier in diesem Bunker auch. Und da stehen die Abschüsse der jeweiligen Tage drauf. Und das gibt es hier tatsächlich noch irgendwo, aber das hat man, ich weiß nicht, wo es ist, aber das ist quasi die Replik davon. So, da ist Ferenc. Ah, er liest sich gerade durch, okay. Und was haben wir hier? Der Rundbau. Hier befanden sich die Kanonen und der Geschützturm, die sich in der Mitte des Raumes drehten. Die Kanone Kaliber 38 konnte Granaten zwischen 800 und einer Tonne bis zu 42 Kilometer weit schießen und
2 Meter hochschießen. 2 Meter hochschießen, das stimmt irgendwie nicht in der Übersetzung. Leider kann ich es auch nicht erkennen mit den anderen Sprachen. Schaut mal hier, so sah das aus, wenn die Kanone gefeuert hat. Und mal gucken, vielleicht denke ich dann, dann spiele ich mal Originalmaterial ein von dem Norwegen-Video, weil da seht ihr, wie die Kanone tatsächlich in Natura aussieht, weil hier ist ja keine mehr drin. In Frankreich gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Keine. Und hier sind einige Relikte ausgestellt. Es hieß zwar immer der mechanisierte Krieg, aber es wurde extrem viel noch über Pferd transportiert. Kettencut. Auch mittlerweile richtig viel wert. Hinten Raketenwerfer drauf. Panzerabwehrkanone. Pack 9840. Pack 98. Habe ich vorne mit diesem Mündungsbremse noch nie gesehen. Fahrrad. Müsste eine 3,7 sein mit einer Rakete vorne drauf. Eine Flugabwehrkanone 30. Und hier ist eine größere oder auch eine 30er. Nee, 38. 38. Und das ist die 30. Und da oben steht sogar noch eine Granate drin. Und Pack 40. Das ist die zweitgrößte Kanone der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Pack 43 ist noch größer. Und das sind die Granaten dafür. Und da draußen seht ihr das Rohr. Ja, auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Aber wir zeigen euch später noch die Lost. Also das, was kein Bunker ist. Ich weiß gar nicht, wo es da lang geht, aber ich glaube, war ich hier schon mal? Man kommt dann da zurück. Dann gehen wir auf den richtigen Weg, oder? Stube eingerichtet. Hier der Zahnarzt. Kriegsmarine. Hier scheint es eine Explosion gegeben zu haben. Alte Fässer von der Wehrmacht. Und hier ist gerade ein Stau. Schauen wir mal. Hier finden wir sogar noch Originalinschriften. Schaut mal. Entlüftung und Licht. Alle rein. Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Mein Kampf, Gasmasken. Und so sah das damals aus, Leute. Hier hatte ich auch ein spannendes Detail, schaut mal. Das ist ein Dummy, den man am Fallschirm runtergelassen hat, damit man den Gegnern verwirrt. Und man hat ja auch damals Tontaubenschießen auf die Fallschirmjäger gemacht oder Fallschirmspringer der Alliierten. Und damit konnte man natürlich seine Zahl deutlich erhöhen, also die wahrgenommene Zahl. Und man hat vielleicht auch das Feuer auf diese Puppen lenken können und nicht auf sich selbst. Hier befinden sich Treibstofftanks, 200 Liter, feuergefährlich von der Wehrmacht, 1944. Schaut mal, hier ist der Dieselgenerator, der die ganze Anlage mit Strom versorgt hat. Der ist heute noch da. Ist auch sehr selten, dass der noch da ist.
euch das mal an. Von Deutz ist der. Und hier war das Gas bzw. das Öl drin. Und hier könnten wir noch ein Transportbox. Hier war die Munition untergebracht. Und hier hat man die Waffen gereinigt und instand gesetzt. Und hier wurde der Patronengut wieder aufgefüllt. Die Galerie. Also hier hat man den Turm gewartet, man konnte ihn ölen. Also auf den Knien tut das bestimmt weh. Das Detail, den Sturz hat man damals angemalt, weil in den ganzen Bunkern haben wir den ja auch schon gesehen und der war komplett verrostet und deswegen wurde der mit Rostschutzfarbe angemalt. So, tatsächlich ist es so, wie ich gerade gesagt habe, da kommen wir dann her und der Rundgang geht dann hier weiter. Und hier sind verschiedene Uniformen und das ist sicherlich noch mal hier entspannt mit der persönlichen Ausrüstung, Essen, Medizin, Feldflasche. Und die Organisation TOT hatte auch eigene Arbeitsbinden. Wusste ich gar nicht. Ist mir komplett neu. Das ist Fritz TOT. Und das habe ich schon mal gesehen. Diese Umhängelaschen. Und das ist ein Festungsgeschütz. 4,7 cm Skoda, tschechisch, und wurde häufig hier bei den Atlantikbauwerken eingesetzt. Hier hatte man die Munition aufgestellt da und konnte dann hier relativ schnell auch feuern. Die anfänglichen Kanonen war so, dass man die hinten die Hülse selber noch rausholen musste. Ab der 7,5 von den Franzosen ist die rausgesprungen. Und hier ist die Optik. Da ist die Optik. Das Maschinengewehr. MG34. Kaliber 7,92. Und ja, die kann auch ordentlich schießen. 800 Stück pro Minute. Das ist schon wirklich, wirklich schnell. Ein originales Kreuz eines kanadischen Grabes, Essen, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Uniformen von Helferinnen, Sanitäterinnen. Hier finden wir, ich denke, Munition und andere Gegenstände. Hier nochmal ein Bild von der Leopold. Das sind die Messinghülsen. Es gibt auch Kartuschen, die man abschießen konnte, unterschiedlich. Die Kartuschen waren dann hier in solchen Behältern. Die hatten so kleine Würstchen da drin. Die konnte man dann rausnehmen, um die Entfernung einzustellen. Es gab natürlich auch Kinderkleidung. Die haben natürlich nicht gekämpft, aber nicht in der Größe. Damit hat man die Kartuschen und die... Nee, das ist zum Säubern. Schaut mal, ich habe mal gerade, wie groß das ist. Und hier oben... Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, Kriegsmarine. Da sind die Würstchen drin. Leider haben wir hier keine ausgestellt. Granaten, MG42. Luger. Und schaut mal hier ein Diorama, das damals so ausgesehen hat. Natürlich Hochsicherheit. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Kanone eingebaut war. Und da wurde die Munition dann reingefahren. Und wir sind ja hier unten durch den Eingang rein. Da wurde die Munition reingebracht. Da, genau da. Und das war die Batterietot. Da, das ist die Batterietot. Wenn man wie so eine Granate aufgebaut ist, oben ist natürlich die Shell, die Granate selber. Dann ist das hier die Forecut, die Höhe. Forecut nennt man das. Und die Patronenhülse selber. Also das ist die
Kartusche, beziehungsweise der Inhalt der Kartusche, mir fällt das Wort leider jetzt gerade nicht ein. Die Treibladung, danke. Die Treibladung. Und überall stehen die Granaten rum. So, und ich glaube, damit wären wir auch durch mit dem Museum. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich war jetzt, glaube ich, zum 4., 5., 6. Mal da. Mittlerweile für mich nicht mehr ganz so spannend. Aber ich glaube, für jemanden, der es noch nicht gesehen hat, ein richtig gutes Ding, weil man hier erkennen kann, wie diese Funktionsweise von der Küstenbatterie war. Hier gab es überall Einschusslöcher, auch größerer Kaliber. Schaut mal hier, wurde auf jeden Fall gekämpft. Da oben auch. Und da nochmal der Blick auf das Eisenbahngeschütz. By the way, der Ferenc ist ja Raucher. Und es ist gar nicht so einfach, hier Zigaretten zu bekommen. Es gibt hier so Tabakshops, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da geht er jetzt rein. Und der hat vorgestern, war der so süchtig, dass er sich für 17,50 Euro, wie viel waren da drin? 20? Eine kleine Marlboro. Wie viel sind da drin? 20? Ich glaube, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wahrscheinlich so 17. Also 1 Euro ungefähr pro Zigarette hat der ausgegeben gestern. Wie groß muss die Sucht sein? Naja, ich habe mir auch abends noch eine Flasche Wein auf dem Zimmer gegönnt. Die hat auch 19 Euro gekostet. Also von daher, jeder hat so sein Pläsierchen, ne? So, heute wieder mega Glück. Wir haben einen Einheimischen kennengelernt. Und der zeigt uns gerade Bunker, die ich vorher nicht kannte. Und wir haben uns jetzt aufgeteilt, weil wir haben Diego dabei. Und da würde ich ihn ungern mit reinnehmen. Und sobald Ferenc fertig ist, gehe ich da rein. Und dann zeige ich euch das. Solange ich hier warte, kann ich euch ja mal kurz eine Story erzählen. Also Ferenc hat ja hier wirklich große Vorurteile. In Frankreich sagt man Ressentiments gegenüber den Franzosen gehabt, gegenüber der Freundlichkeit und auch wie offen sie zu Deutschen sind, dass sie sich keine Mühe geben, solange wir uns keine Mühe geben, uns zu verstehen. Jedenfalls auf Englisch oder auf Deutsch nicht. Und ich hatte ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren das gleiche Vorurteil. Und spätestens, als ich vor 2 Jahren mit Emily hier diese Frankreich-Tour gemacht habe, kann ich das definitiv, diese Vorurteile ablegen. Ferenc ist jetzt auch schon ziemlich gut dabei, dass er die ablegen kann. Noch nicht hundertprozentig, aber das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, weil jetzt ist er gerade mit diesem Herrn da drin. Die gucken sich quasi den Bunker gemeinsam an. Und den hätten wir ohne diese Person niemals entdeckt. Und der hat uns auch gerade noch einen weiteren Tipp hier in der Umgebung genannt, wo noch Fresken drin sind. Also Bilder, Graffitis, ne? Fresken nennt man die. Und die werden wir uns gleich angucken. Und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Tipp. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr aufgeschlossener junger Mann. Und Diego frisst gerade Gras. Der hat leider ein Magenproblem, der junge Hund. Vielleicht gibt es ja jemanden, der dieses Video sieht, der ähnliche Probleme mit seinem Tierchen hat. Der hat halt sehr häufig, ich glaube, zu viel Magensäure oder so, ich habe keine Ahnung. Dann frisst er Gras und dann kotzt da so gelbliche Säure aus. Das macht er relativ häufig, mal mehr, mal weniger. Ich habe auch schon irgendwelche Drops geholt, Ulmenrinde habe ich geholt, Futter umgestellt und so weiter und so fort. Aber leider hat das alles nichts geholfen. Und ja, es tut mir natürlich auch immer leid, das zu sehen, weil das wisst ihr selber, wenn man bricht, wenn man kotzt, dann ist das nicht schön. Also wenn jemand eine Idee hat, was der Diego haben könnte, ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir das entweder in die Kommentare schreibt oder mir eine direkte E-Mail. So, meine Freunde, also wir sind jetzt einmal schon da durchgegangen und er hat mir ganz, ganz viele Informationen über diesen Bunker gegeben. Viele Informationen hatte ich tatsächlich auch selber noch nicht. Und dieser Bunker wurde erst vor 5 Jahren wiederentdeckt. Vor 5. Wir hätten ihn auch niemals gesehen. Und ich habe ja hier so ein paar Leute, die kennen sich mit Zweiten Weltkrieg aus. Das ist ein früher Bunker aus den 1940ern. Habt ihr eine Idee, was das sein kann? Hier auch eine Installation, wo wir nicht wissen, auch dieser Herr nicht, was da drin gewesen sein könnte. Und schaut mal, das ist der Bunker. Hier gibt es noch ein altes Rohr, das rausgekommen ist. So, und ich mache die Führung genauso, wie er sie gerade mit mir gemacht hat. So, hier geht's durch.
Und hier links war direkt der Offizier, der eine starke Bunkertür hatte, die auch gasdicht war. Hier übrigens der Sturz. Der war hier aus Stein, also Beton. Häufig habe ich den auch schon aus Metall gesehen. Übrigens Wandfarbe überall, ne? Auch mit Bordüre. Habt ihr sicherlich schon gesehen, habe ich aber gerade nicht darauf hingewiesen. Wir gehen jetzt in die Offizierskabine. Und hier sehen wir, warum, also dass das ein früher Bunker ist. Denn hier diese Faserplatten, die wurden später nicht mehr eingesetzt. Die sind mit Tuben getränkt, damit es nicht brennt. Und hier sieht man sogar noch die Abdeckung. Zweilagig. Einmal mit Bitumen selber und dann mit einem Stein oder sowas. Schaut mal. Das ist wirklich extrem rar. Kennt man so nicht. Da gibt es das Guckloch für den Offizier. Und hier gibt es eine Durchreiche. Ich könnte mir vorstellen, er wusste nicht, wofür das ist, dass das ein Notausgang ist. Falls der Feind schon hier war. Hier war wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier war. Warte mal, so, ja. Wird wahrscheinlich auch irgendwas zum Zumachen gewesen sein. Aber was genau, weiß ich leider nicht. Hier gehen wir zu den Unteroffizieren. Das war der Bereich für die Unteroffiziere. Drei Stück waren es hier in diesem. Das sind die Bettgestelle. Oben sind die Befestigungen für die Bettgestelle. Man hat das von der Kriegsmarine übernommen, 1:1. Und wenn man nicht geschlafen hat, dann hat man die hochgestellt, sodass man mehr Platz hatte hier in diesem Bunker. Und schaut mal, diese ganzen Sachen hier auf dem Boden sind alles noch Originalrelikte. Komplett original. Also vor 5 Jahren erst wieder entdeckt. Das ist schon krass. So, also Unteroffiziere, Offiziere. Dann ist er mit mir hier durchgegangen. Hier waren die einfachen Soldaten. Und da waren natürlich ganz viele Betten. Also viel, viel mehr Betten als bei den Offizieren bzw. Unteroffizieren. Und hier eine ganz Besonderheit. Die Bettgestelle waren hier, ähnlich wie bei dem anderen Bunker, wo wir gleich noch hinfahren, auch in der Mitte installiert. Das ist auch eine Seltenheit. Das gab es später nicht mehr. Und nach dem Krieg waren hier Kinder und Erwachsene und die haben hier alles, was man mitnehmen konnte, rausgenommen. Und hier dieses Loch im Boden, da war ein Einsatz drin und da hat man das Wasser und den Dreck dann reingebracht. Und den Einsatz für den Dreck, den hat man dann rausgebracht und hat den dann außen entsorgt. Und hier sieht überall Bitumen und leider waren die Kabel lieber auch da. Am Anfang des Jahres gab es doch genug Kupfer, die Kabel sind aus Kupfer. Später waren die dann aus Aluminium, aber die hier sind aus Kupfer. So. Und hier auch nochmal eine Unterkunft für Soldaten. Und er sagte, die Glasscheiben, die hier auf dem Boden sind, sind aus der Nachkriegszeit, die sind also nicht von damals. Ich würde sagen, das könnte auf jeden Fall aus der Nachkriegszeit, aus der Kriegszeit auch noch sein, aber steht kein Datum drauf, deswegen kann ich es euch leider nicht sagen. Auch extrem selten, dass hier noch die Haken dran sind. Schaut mal hier, die Haken. Und hier die Sauerkrautplatten nochmal im Detail. So, und hier einmal der Blick in den Raum. Und auch hier nochmal das Kabel. Und jetzt wird es richtig spannend. Also er ist mit mir auch genauso gegangen. Schaut mal hier. Das haben wir in der Batterie Oldenburg ja schon gesehen. Das ist ganz, ganz selten. Da hatte man später auch keine Zeit mehr für. Hier steht die Firma drauf, die das gemacht hat. Reichsschutzfarbe Standfix, Standofix, UK, Wandfarbe, Betonfarbe, Lieferfirma Dr. K. Herberts, Malerfirma B. Knopf Dortmund, Art der Entrostung Sandstrahl, ausgeführt im Oktober 1940. Leute, das gibt es so nicht nochmal. Hier nochmal der Blick zurück. Und was es auch nicht nochmal gibt, übrigens hier Wandfarbe grün und Ocker,
ist, dass die Deutschen, weil sie ja viel Langeweile hatten, die hier stationiert wurden, die haben sich hier einen eigenen Garten hingesetzt. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Hier war ein Garten. Das war natürlich verboten. Da hinten war eine französische Firma. Hier war der Garten. Und das durfte man natürlich nicht. Das war ja alles Reichseigentum. Und auch hier dieser Bereich, wo der Baum reinwächst, das ist alles so quasi so ein schöner Durchgang, um es schön zu haben, den man hätte nicht bauen dürfen. Aber hier hätte man die Augen zugedrückt. Und dann hatte man hier diesen Garten und haben Essen und Blumen angepflanzt. Und der Bauer hat dann auch Essen abbekommen. Und Leute, das, was ja häufig nicht erwähnt wird, ich glaube, ich habe es in einem Video schon mal erwähnt, er hat es gerade bestätigt, er ist Franzose, wohnt in Paris und hat sich sehr intensiv mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges beschäftigt. Die Deutschen, ja, die haben Frankreich natürlich angegriffen, aber der Atlantikwall, der wurde komplett mit den französischen Arbeitskräften aufgebaut. Und er hat mir gerade erzählt, dass sie erstmal den doppelten Sold bekommen haben, als ursprünglich für diese Arbeiten gezahlt werden. Und wenn die schnell waren, haben sie nochmal einen Bonus bekommen. Und wenn sie gut gearbeitet haben, haben sie nochmal einen Bonus bekommen. Und er sagte, innerhalb von 2 Monaten konnte man sein Jahresgehalt hier verdienen. Das bedeutet, die deutsch-französische Freundschaft, obwohl es Krieg war, die war sehr groß, insbesondere hier an Nord-Pas-de-Calais, also in der Normandie. Und von daher, ja, so manche Sachen, die man so aus den Geschichtsbüchern lernt, die sind vielleicht nicht immer wahr. Man macht Sinn, sich auch mal mit Einheimischen zu unterhalten. Was er auch gesagt hat, die Deutschen haben die Stukas eingesetzt. Das habt ihr ja gerade in dem Video gesehen. Die hatten eine 250-Kilo-Bombe, die hatten die Jericho-Sirenen vorne dran. Und die Jericho-Sirenen haben Folgendes bewirkt. Die hatten dieses Geräusch ungefähr. Und das hat dazu geführt, dass die Zivilpersonen und auch die Soldaten Panik bekommen haben, sind weggelaufen, weil ja dann die Bombe kam und die Bombe war zielgenau auf einen Punkt gerichtet, wie gesagt 250 Kilo, eine Bombe, und hat dann das militärische Objekt zerstört. Der Amerikaner wiederum hat ja eine ganz andere Taktik verfolgt. Er kam mit den großen Lancaster-Bomben, wo, keine Ahnung, manchmal 1200 Flugzeuge auf eine zivile Stadt Bomben abgeworfen haben, alles vernichtet haben, und dann kam die Infanterie, meistens mechanisiert. Also eine komplett andere Kriegsführung als die Deutschen. Und wenn man sich das einmal mal vorstellt, ja, wie gesagt, ich möchte hier nicht schönreden, das ist mir immer ganz wichtig, weil die Deutschen haben auch eine Menge Scheiße gebaut, aber sie haben halt nicht nur alleine Scheiße gebaut, sondern die Alliierten haben halt auch Flächenbombardements auf Zivilpersonen, auf Städte durchgeführt, was definitiv auch gar nicht geht. Also ja, und das ist halt das, was ich euch immer wieder sagen möchte, im Krieg stirbt die Unschuld als erstes und dann die Wahrheit, oder die erste die Wahrheit, dann die Unschuld, wahrscheinlich so rum. Und deswegen, glaubt nicht immer alles, was man so hört, informiert euch selber. Auch glaubt nicht immer alles, was ich sage, informiert euch am besten selber. In diesem Sinne, eine kleine Überraschung habe ich noch und die zeige ich euch jetzt, weil der Bunker hat noch einiges mehr zu zeigen. So, wir gehen wieder rein. Ups. Und hier, das ist ja ein ehemaliger Splitterschutz. Und übrigens keine Gasdruckschleuse, wie ihr seht. Die kam erst später. Genauso wie die Schattenverteidigung am Anfang. Die gibt es hier in diesem Bunker auch nicht. Die kam auch erst später. So. Und jetzt freut euch. Schaut euch mal an. Schaut euch das mal an. Fliesen aus der damaligen Zeit. Und die Farbe für die Fliesen, die kam hier aus dem Ort, hat er uns gerade erzählt. Die Franzosen hier haben mit den Deutschen zusammengearbeitet. Die haben den Essen gegeben, sie haben Dinge voneinander gekauft. Das war ein friedliches Miteinander hier zumindest. Natürlich, das Oradour-sur-Glane zum Beispiel, wisst ihr selber, da gab es das Massaker. Aber hier zumindest in der frühen Phase haben die Franzosen, sagt er, sehr gerne mit den Deutschen zusammengearbeitet.
Ja. Und warum haben die Deutschen gewonnen? Sagt er, nicht, weil die Franzosen schlecht gekämpft haben, nein, weil sie Drogen genommen haben. Kennt ihr vielleicht Pervitin, also Crystal Meth sagt man heute dazu. Und die Deutschen haben halt 3 Tage gekämpft ohne Schlaf und sind natürlich dann, wenn die Franzosen geschlafen haben, mehrere hundert Kilometer weit vorgerückt. Und das war ein Riesenvorteil, hat er gesagt. Und das ist ja auch mittlerweile durch viele Dokumentationen und Geschichtsbücher beschrieben, dass die Deutschen Pervitin eingesetzt haben in großen Dosen, auch Panzerschokolade genannt. Und das war mit einem Grund, vielleicht auch der Hauptgrund, warum die Deutschen hier so schnell in Frankreich drin waren. Man hat ja auch Blitzkrieg dazu gesagt. So, also alles, was ich jetzt hier sage, Leute, immer mit dem, es ist meine persönliche Meinung, macht euch gerne selbst ein Bild, ob ihr das vielleicht komplett anders seht, eure freie Entscheidung. Ich habe mich mittlerweile seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe meine eigene Wahrheit und jeder sollte auch anfangen, wenn er sich für die Zeit interessiert, sich selber damit auseinanderzusetzen. Also von daher, macht euch immer ein eigenes Bild, ja? So, und ich gehe jetzt wieder hoch. Und wir haben jetzt gerade nochmal, wie gesagt, den Tipp bekommen, wo noch ein paar Fresken sind. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Bis gleich. Den Tipp gekriegt, dass wir hier nochmal gucken sollen. Und schaut mal hier, gibt es einen riesigen Sprengkrater. Ich denke, eine Tallboy für eine Grand Slam, glaube ich, ist noch zu klein. Aber schon bemerkenswert groß. Da ist noch einer. Also hier sind auf jeden Fall ordentlich Bomben runtergekommen. Und auch hier. Also wir sind auf einem guten Weg. Hier geht noch mal ein Weg ab. Ach Leute, das ist so eklig. Ich habe mir jetzt schon meine Hose wieder lang gemacht. Weil das ist so dörner hier. Und es piekst alles. Und alles voller Spinnen. Alles Dinge, die ich nicht mag, wieder im Dschungel hier. Bah. Bah. 1000 Mücken. Bah. Bah. Okay, hier ist gesprengt. Also weiter. Jetzt ist es eklig. Jetzt ist ganz, der ganz verrückt geworden. Wildtier-Spur will er hier einen Bunker finden. Niemals. Oh Gott, alles voller Dörner. Niemals kann das hier lang sein. Oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe es geschafft. There is concrete. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der falsche. Der ist nämlich komplett zerstört. So Leute, das ist eine Niete. Der ist komplett zerstört. Und ich bin auch komplett zerstört. Alles von der Dörner bei mir im Rücken. Oh. Nee, den war ich noch nicht. Also Leute, ich bin gerade über den Zaun geklettert. Der war auch mehr als kaputt. Und dann ist auch, no, no. Ich sag so, oh, Entschuldigung, pardon, my fault.
Und dann haben wir, hat er von sich aus gesagt, wollt ihr zum Blockhaus, also zum Bunker? Ich sagte, ja. Der Intakte, ja. Der ist hier vorne. Geht einfach da durch. Also, wenn das keine Völkerverständigung ist, Leute. Ich war bei Ihnen in seinem Vorgarten quasi. Also, Schrebergarten war das. Und dann schickt er uns direkt zu dem Bunker. Aber ich glaube, die Verständigungsprobleme waren zu groß, weil er hat uns zu dem kaputten Bunker geschickt. Aber vielleicht ist, also hier muss ja noch ein zweiter sein. Ich habe den auf meiner Karte drauf. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, da ist noch einer und da sind Fresken drin. Und die wollen wir ja suchen. Und diesmal hören wir nicht auf, bevor wir sie finden. Zur Not gibt es heute kein Abendessen. So, und hier seht ihr den Trampelpfad. Also, und das passt auch mit der Karte. Wir sind gerade mal einfach dran vorbeigegangen. Hier gibt es Abwasser. Und hier geht immer noch ein Weg. Jawohl, ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Hohoho. Leute, die Mücken sind mit uns. Seht ihr das? Alter! Ich glaube, die Mücken sind mit uns. Oh, und alles voller Spinnen. Boah. Ihr wisst, das ist alles, was ich nicht mag. Dunkelheit, Dreck, Spinnen. Und hier sehen wir sofort Wandfarbe. Und die... Schaut mal. Hier haben wir wieder Wandfarbe. Und so, boah, geil. Und direkt auch Wandmalereien. Schaut mal, wunderschön. Richtig schön. Boah, richtig schöne Bordüre. Hier sind sogar noch die Bettgestelle drin. Also die Halterung für die Betten. Das ist das, was er uns heute gesagt hat. So hingen damals die Betten in der Mitte. Boah, geil. Bordüre hier. Überall quasi Tapete. Das ist wirklich einmalig. Hier ist eine Freske. Ja, das sieht auch cool aus. Ja. Wir gucken uns das gleich nochmal en detail an. Erstmal gehen wir ein bisschen weiter. Alter! Hast du, die Decke kommt hier richtig runter. Mit den Stalagmiten auch. Auch hier, wie Tapete. Ah, er hat ja auch was von Tapete gesagt, ne? Ja. Ja, er hatte irgendwas von Tapete gesagt. Ich hatte sie mir ein bisschen fester gezeichnet vorgestellt. Vielleicht kommt aber noch was. Die haben ja noch nicht alles gesehen. Überall angemalt. Richtig schön. Die Leute haben es hier richtig gemütlich gemacht. Das ist der Kommandantenunterkunft. Bakelit. Frühe Form von Plastik. Unteroffiziere, 3 Stück. Hier sehen wir sogar noch die Halterung. Also ich würde die, hier sehen wir auch noch leicht angedeutete Fresken, leider nicht mehr zu erkennen. Aber das ist schon brutal, Leute. Richtig, und das hier auch. Und da hat der Franzose, wo ich gerade im Vorgarten gestanden habe, uns einfach hier hingeführt. Das ist es, ne? Ja. Ja, Müll leider auch abgeladen. Schaut mal hier, das war damals zu anscheinend. Wir haben uns ja gefragt, wofür diese Dinger sind. Die waren anscheinend damals zu. Vielleicht waren es wirklich Toiletten. Da
war auf jeden Fall eine Halterung dran. Also es ist gleich baugleich wie der eine. Ja, geht man nicht raus, sparen wir uns. Also dann ist das die Freske. Wir gucken sie uns noch mal an. Boah, da muss man schon fast sagen, hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Ja, weil es einmalig ist. Also das ist alles einmalig. Ja, auch das hier, dass die Sachen noch vorhanden sind. Das ist wirklich Geschichte, wie sie bleibt und lebt. So. Er sagte, sie übergeben sich Gold. Da, sie gießen Gold aus und machen sich reicher und reicher. Das ist die Stilistik dieses Bildes. Ich gebe nur wieder, was mir gesagt wurde. Keine persönliche Einschätzung. Ganz wichtig an dieser Stelle. Krass. So, fast hätten wir eine Sache übersehen. Das war damals so, Leute. Eine ganz andere Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Komplett ideologisch aufgeladen. So, und wir gehen wieder raus. Hier nochmal der Blick, warum wir hierher gekommen sind. Und wir gehen wieder raus. So, Leute. Ziele erfüllt. Richtig gut, oder? Hat sich gelohnt irgendwie. Guck mal, wie riesig diese Anlagen sind. Hier ist noch eine gesprengte. Die konnte ich euch gerade gar nicht so zeigen, weil ich ja oben drauf stand. Das ist aber eine andere hier. Und die riesigen Bunkerwände und Deckenstärken. Da sieht man das. Das sind bestimmt 1,80, 1,50. Vom Bunker rein. Boah. Komplett zerstört. Hier sind sogar noch die Rohre auf dem Boden. Die Wandfarbe noch vorhanden. Alter, ist das ein Riesengerät. Und da kommen Leute hier hin und sprühen. Das kann man sich nicht. Wir sind ja hier mitten in der Prärie und man nimmt hier einfach Sprühflasche. Ich habe es glaube ich schon 5-mal in diesem Urlaub gesagt, dass ich das nicht begreifen werde. Alter, das ist groß. Ist das groß? Noch ein Rohr. Hier ist richtig die Decke abgehoben. Boah. Schaut mal hier unten. Das ist extrem selten, dass man noch Relikte findet. Sieht aus wie ein Wagenheber. Ich hole euch das mal ran. Da unten. Da. Das sieht aus wie ein Wagenheber oder so. Das ist so krass. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. In welchem Bunker, in was für ein Regelbau. Ich sehe auf jeden Fall hier alte Wandfarbe. Aber welches Prinzip dieser Bunker hatte, I don't know.
Sand überspinnen. Aber hat sich oft, auch das hat sich jetzt noch mal gelohnt, finde ich. Auch das hat sich noch mal gelohnt. Hier schauen wir nach oben. Spinnennetz nicht kaputt. Mittlerweile habe ich so viele Spinnen in mir oder an mir, dass ich keine Angst mehr ablotte. Concrete. Unser Kontakt, den man gerade kennengelernt hat, hat ja gesagt, 120 Meter wurden die Betonbrocken geworfen. 120 Meter. Und die wiegen hunderte Tonnen, die hier rumstehen. Das gesamte Dach ist weggeflogen. Also das war nochmal cool. Leider nichts. Keine Inschriften oder so. Aber trotzdem cool. Und ich habe keine Angst vor Spinnen mehr. Aber Ferenc ist wahrscheinlich vorne. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich hier nochmal reingehe. Ich auch nicht. Boah. Hier hat er einen hingemacht. So. Dann nochmal von der anderen Seite. Da oben ist die Sonne, Leute. Da ist die Sonne.